Moin Leute, heute gibt es eine Runde Midlane Corki im Ranked. Der ist jetzt wieder ganz schön im Kommen. Gerade die AD Carry Item Buffs haben ihm auch ordentlich geholfen. Gestern ist Snowy in der ESL-Meisterschaft richtig abgegangen mit dem. Seiei, der Smashdown hat nicht ganz geklappt. Die letzte Rakete von Snowy holt den Shutdown. Alter, und hier natzt er die Leute. Mal gucken, ob ich das auch schaffe, ne? Viel Spaß. Ziel ist es hier einfach, Lane zu pushen, ihn zu poken. Gerade Level 1 hat er recht wenig zu lachen. Also ich kann hier im Prinzip auf Level 1 die Lane schon ziemlich hart dominieren, indem ich ihm einfach immer wieder im Autotext gebe. Gleichzeitig muss ich natürlich aber auch den Push mit beibehalten. Was ich auch oft einfach überschätze, ist, wie wichtig der Farm der ersten 1-2 Waves ist. Game ist jetzt nicht over, wenn ihr von den ersten 12 CS, wie ich jetzt zum Beispiel 4-5 misste. Ist aber, ich habe auch Time Warp Tonic jetzt dabei. Ja, das ist komplett broken. Corrupting Potion plus Time Warp Tonic plus Cookies und ihr habt unendlich viel Sustain. Das ist wirklich lächerlich. Nur das Last Hitten, ne, ist dadurch ein bisschen schwieriger. Ich denke mal, die Nidalee wird ja auch bald vorbeikommen. Alter. Okay. Der muss jetzt auf jeden Fall Base. Theoretisch. Er muss Base. Holy shit, ist der greedy. Er gibt nicht Base. Ja, mir ist dein Poke egal. Ich habe viel zu viel Sustain, Bruder. Ja, okay, Flash ist raus. Die Nidalee ist hier. Deswegen muss ich raus. Ja. Nicht tot. 4 Leben. Scheiße. Ey, das Problem ist, ich habe jetzt weder Flash noch Exhaust, wenn er Set Level 6 wird. Das heißt, da muss ich jetzt extrem vorsichtig spielen. Jetzt bin ich richtig am Arsch eigentlich. Ich könnte jetzt sogar gedived werden. Nidalee und ich könnten. Nidalee könnte mich easy diven. Gucken. Ringer kommt aber. Nidalee ist Bot. Ich bin Level 6 geworden. Ich habe nur einen Stack, scheiße. Komme ich nicht ran, oder? Bin schneller als er. Komm. Nein! Na, close. Ringer ist Level 6. Nidalee ist tot, die sollte haben, oder? Bitte. Just kill him. Nee, den kriegt er nicht. Aber er delayed sets Backport, der verliert mega viel. Nee, nicht greedy werden. Oh, never mind, das war delicious gespielt, Ringer. Mmm. So. Nee, hab ich jetzt gut gechunkt, den Boy. Er hat gerade kein Q. Hier Magro. Naja, ja. Er hat den Q quasi zum Farm raus, dann bin ich nicht mehr gefährdet, all-in zu werden. Ich habe Exhaust ready und meine Trades sind jetzt delicious. Er ist nicht base gegangen. Lol, greedy bitch. Snipe ich ihn. Oh! Pass auf, pass auf. Oh, ich würde so gerne Flash auto-taggen. Ich bin am hinten. Ich bin komplett am hinten. So eine Scheiße. Ich bin komplett am hinten. Oh mein Gott. Warum bin ich so ein schlechter Spieler? Oh, ich bin tot, oder? Ach, Mann. Jawohl. Geht doch. Lol. Boah, das war schön gespielt von mir, muss ich sagen. Boah, das knallt. Die Arme, Alter. Denkt sich so, mach ich mal einen Auto-Tag am Turret, ein bisschen pushen und dann kommt für den Ult-Package Ringer. Eieiei. Go, go, go. Warum geht er denn nicht für den Silence? Oder für den 4 oder für irgendwas? Ja, den haben wir, oder? Hm. Na gut, aber ist fein. Holy shit, nice one. Bin jetzt noch nicht der Carry-Lord hier in dem Game, aber muss ich nicht sein. Man muss sich eben auch einfach mal carryen lassen. So. Lol, nice. Was macht sie denn hier? Oh, okay. Alter. Der Fight ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe einfach nur versucht zu überleben. Ich hab's geschafft, wir haben die Gegner geaced. Ja, nice. Ah, oh, Jinx ult. Please don't kill me. Oh, da war sie. Sehe ich sie noch? Wo ist sie? Da. Hui. Nice try, Jinx. Wenn ich Early Game nicht geendet hätte, dann wäre das hier eigentlich echt ein solides Game. Die zwei Aktionen wirklich. Wo ich meine Sums gegen Nidalee verloren habe. Wo ich gegen den Zed gestorben bin, 1 gegen 1. Das waren eigentlich die beiden gröbsten und auch eigentlich wirklich einzigen großen Fauxpas, die ich gemacht habe. Die mir natürlich die Lane um einiges erschwert haben, aber es ist fein.
Oh, tschüssi. Oh, Quinn verliert 1 gegen 1 gegen Zed, das ist nicht gut. Ei, das ist auch nicht gut. Oh, das ist auch nicht gut, ich bin tot, oder? Oh, der 4 war so wichtig. Oh, shit. Ich komme. Hallo! Alter, das hat richtig weh getan. Ah, Joker, time to say goodbye, my friend. Alter, wir machen die schon ziemlich nass, muss ich sagen. Wollen wir hier nochmal fighten? Oder Fiddle hat bald wieder Ult, ne? Ich sag's mal so. Ich sage es mal, wie es ist. Oh, die hat reingeschippert. Na, komm noch her. Komm ich doch. Oh, no. Ah, Zed, du Opfer! Ah, nicht ulten, Pike. Pike, keine Ult? Pike, nein. Böse Pike. Danke. Ich denke, als nächstes irgendwas Richtung Armor zu gehen, macht Sinn. Einfach nur, weil der Typ halt wirklich Full Penetration geht. Ich glaube, ich gehe GA einfach. Ja, ja, das ist geil. Die Komponenten sind halt geil. Stopwatch und die Chainvest, die werden extrem nice sein gegen Zed. Ja, Bot hat jetzt ein bisschen overpushed. Die dürften nicht so weit nach vorne, wenn wir hier keine Pressure haben. Weil die sind halt so gefeedet, die kann man schon mal machen. Aber war natürlich trotzdem nicht worth. Dicker Shutdown. Wir haben halt gerade resettet, so, ne? Zwei Leute waren Base, Mitte war reingepusht. Aber wir können jetzt für den Turret hier gehen. Oder gehen wir einfach für den Pike? Aua, bin ich dead? Ich glaube, ich bin tot, oder? Ja, Bot hat jetzt ein bisschen overpushed. Die gehen vielleicht Nash, ne? Ja, ziemlich sicher. 3K. Wir werden ihn kriegen, aber ich denke, den Fight werden wir gewinnen. Oh, nur einer gestorben bisher. Ja, der Joker wird auch noch... Oh, der Joker stirbt auch nicht. Doch, Ringer, mach es. Oh, Jinx. Eieieiei. Ja, war doch alles geplant, Leute. Das war alles geplant, ich sag's mal so. Wäre ich da nicht gestorben, hätte ich da nicht geintet, dann hätten die niemals den Nash gemacht. Dann hätten wir die jetzt auch niemals acen können. Boah, das ist schon wieder 7D-Schach, was ich hier spiele. Puh, ich bin manchmal auch wirklich selbst überrascht von mir, ganz ehrlich. Hallo. Tschüss. Ace Nummer 2. So, Jinx lebt wieder. Willst du auch noch sterben? Ich glaube, 2 Inhibs kriegen wir. Der Zed hat aber auch Ult. Ich habe Exhaust allerdings ready. Ja, wir sollten hier schon raus. Der wird mich wahrscheinlich ulten. Oh, ich hätte das nicht sidesteppen sollen. Der Fiddle wäre fast gestorben. Eieiei. Ja, wir resetten. Ich nehme noch kurz die Raptors hier mit. Na, schön Counter-Jungeln für maximale Goldeffizienz. Das dauert 5 Sekunden und das sind einfach mal 150 Gold für euch und 150 Gold, die dem Gegner-Team denied. Ist das nicht delicious? Na gut, ihr macht das auch ohne mich, ne? Ja, ihr macht das schon. Ich push hier schon mal die Lane für uns an. Ich bin hier der... ich bin der Busfahrer. Ich sorge einfach nur für die Struktur. Ja, wobei, ihr könnt das Game auch finishen über die Mitte. Ja, okay. Mann, weißt du, ich will hier schön Makro-Play, Schmakro-Play, ab in die Botlane, 2 Inhibs down, schön in den dritten Inhib und die sagen sich, nö, Mitte runter. Aber gut, ich sag mal, win is win, in dem Sinne. So. Na, Zed. Das geht, Bruder. Oh, das war jetzt ziemlich dumm von mir, oder? Haha, Jim baited, son. Alter, ist der tanky. Why so tanky, Bruder? Ah, ich muss aufpassen. Turret tut immer noch weh. Ha, bababa! Der Flash war jetzt nicht unbedingt nötig. Aber ich sag mal so. Für den Swag, ne? Den machen wir noch. Oh, die Stopwatch habe ich nicht mehr hingekriegt. Scheiße. Ja, Leute, GG. Da wurde ich ordentlich gecarried. Early Game. 2 dumme Fehler gemacht, die alles schwieriger gemacht haben. Aber insgesamt, Corki ist ein cooler Dude, Leute, ja? Ist wieder nice. Probiert ihn aus, ne? Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.